Hallo liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, euer Gamer-Nico mit 48. Folge von Deception 4, The Nightmare Princess. So, ich weiß, wie man das jetzt angeht, aber das Problem ist, man soll irgendwie eine Combo ausführen. Ich versuche das jetzt nochmal. So, ja, das Spiel raubt mir jetzt schon die Nerven. Könnte wie groß ist das so ein Abstand? Hier wären das 1, 2, 3 und da 1, 2, 3. Auch 3 Felder. Warum? Na gut. Das Pferd setze ich dahin. Dann würde ich mal, vielleicht bringt mir die andere Seite Glück. Jo. Nein, falsch. Dahin. Dann müsste theoretisch der Pranger dahin. Halt, nein. Halt. Halt, halt, halt. Das als erstes. Und als letztes kommt der Pranger. Ich hoffe, das bringt's jetzt. Hab ich auch die... Gut, habe ich. Muss hier kontrollieren, ob ich es richtig ausgerichtet habe. Hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir vorgestellt hab. Na, out. Na komm her, drei Fuß. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Wieso? Kampfneustart hier. Ey, das ist sowas von kacken schwer, Leute. Ich sag's euch. Ich bin hier schon am Pferd-Zweite. Halt. Bin gerade am Überlegen. Ich habe eine Idee. Die Idee ist kühn, aber könnte was bringen. Na? Das heißt, ich muss die alte gleich dahin treten. Habe ich das ein? Nein, habe ich richtig. Komm.
Komm. Hast es, du hast es nicht drauf. Komm. Ich sag jetzt lieber nichts. Weil mein Oma hat immer gesagt, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, soll man die Schnauze halten. Oma, aber ich möchte am liebsten jetzt so sagen. Verarschen? Willst du mich hier komplett hier... Oh. Ich fühle mich tatsächlich leicht verarscht. Aber nur leicht. Dauert zu lange. Habe ich nichts anderes? Warte mal. Genau. Dann kommt das. Wart. Ich hoffe, jetzt klappt das. Ich will die Mission endlich fertig haben. Hi. Was? Ja, Alte, das hast du clever gemacht. Ich danke dir für deine Mithilfe. Ich hoffe, du wirst nicht so elend leiden. Nein. Na komm. Neustadt. Ja. Oh, das ist doch nicht wahr. Ja, Ruhe jetzt. Ah, Leute, einmal probier's noch und dann wechsle ich. So. Halt, ich hab ne Idee. Nee, das Klo dauert doch so lange. Klo dauert doch zu lange. Das würde den, dann würde ich die Hake einsetzen. Ja. Bringt nichts. Ja. Und der Spreizkorb. Ich dachte, die läuft jetzt wieder da rein. Ich dachte, ich wäre so nett. Da. Komm mal her, Mädel. Oh,
Hat nicht geklappt. Dafür ich. Das Schwert war schon unten. Nur mal zu nebenbei. Zur Info. Ah. Okay, du bist ja einsatzfähig. Komm her. Komm zu. Ich will keine Vase auf dem Kopf, habe ich dir schon mal gesagt. Ey, Alter, ich spiele mit dir hier keinen Tanzwettbewerb. Komm jetzt hierher, du kleine miese. Boah. Ja, und natürlich falsch gekickt. Uff, die rote Welle des Todes. Komm, hier, ja. Und das schleunigst. Alter, die alte. Ey, ich will mit dir hier keinen Stepptanz machen. Ja. Das gibt's nicht. Okay, Leute, den Kampf muss ich noch mal ganz kurz neu starten. Ganz kurz. Könnte ich nicht anders ausführen? Wartet mal, ich bin hier gerade am Überlegen. Ob ich nicht erst die Säule machen sollte und dann das Schwert. Ich probiere das mal aus. Aber wie mache ich das dann? Ich müsste theoretisch die hier hinlocken. Genau. Außer... Doch. Doch, ich weiß jetzt wie. Also ich lock sie. Ich will mal gucken. Das war mir klar. Exakte Mono. Ich versuche jetzt folgendes. Erst kommt der schwingende Hangmar. Nee, ich brauche den Schwing. Halt! Halt, falsch! Ich mach folgendes. Das. So. Ich versuche sie dann hier hinzulocken. So, dann kommt der schwingende Hammer. Aber was ich ja weiß. Kommt das und zum Schluss kommt der Eisenkübel. So. Aber was ich als erstes versuche, ich versuche sie hier ein paar Mal drauf zu kriegen, damit sie noch wenig Energie hat. Aber die Hacke wieder. Die Hacke steht richtig. Jawohl. Na komm. Madame. Also ich habe mir öfter dieses Beispielvideo angeguckt, wie die das da machen, ne? Also. Ah!
Ja. Geschafft. Geschafft, Leute. Ah, Gott sei Dank. Dafür musste ich gerade einen Schluck nehmen. Sorry. Aber so können wir weiter die oberen Prüfungen auch machen. Ja. So, Speertrupp. Oh, das Andreaskreuz. Okay, hier muss ich den Feind gefangen nehmen. Ja. Wollen wir noch mal. Okay, Serena, die Entfesselungskünstlerin. Eine Frau, die ihre Fähigkeit aus jeder Situation zu entkommen nutzt, um sich als Diebin, Söldnerin zu verdienen zu machen. Sie ist ein ehemaliges Mitglied von Miguels Söldnern, da sie jetzt aber freiberuflich Speerdienst anbietet und nebenbei etwas mit Diebstahl verdient. Hä? Bin gerade überlegen, wo war hier das mit den Gefangenen? Hä? Die ist abgehauen. Wieso ist sie abgehauen? Ich muss erst mal kurz gucken. Wo kann ich sie hier gefangen nehmen? Hä? Hä? Wo kann ich die hier gefangen nehmen? Das Spiel will mich jetzt hier verarschen. Kann das angehen? Nimm einen Feind gefangen. Aha. Wisch dein Feind mit Löwenkopf. Okay, machen wir es mal so. Da ist der Feind. Löwenkorb. Und ich habe hier gerade jetzt einen kurzen. Wo sitzt ein. Ach da, das heißt, der hier fliegt eins weiter. Ab. Und zack. Also kann ich doch irgendwie entkommen. Ich hätte rechnen sollen. Von der Teufel. Teufel ist Teufel. So, aber wie hätte ich ihn da gefangen nehmen sollen? Das verstehe ich da nicht. Kann ich mich da irgendwie. Oh, nee.
Nimm einen Feind gefangen. Wie soll ich das in dem... Saug zwei mit einem Bodensauger an, erwische zwei Feinde mit einer brennenden Stein. Dialoge ändern. Falle. Und Kampf beginnen. Ja, sorry Leute, ich bin jetzt gerade bisschen. Dieser Raum hat kein. Christoph, der Eisenhammer. Ein ehrlicher Mann mit ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Er hat immer davon geträumt, ein Held zu werden. Deshalb trainierte er bereits in frühen Jahren mit dem Hammer und irgendwann Bösewichte mit dem Hammer der Gerechtigkeit zu strafen. Er hat sich Sino und den Heldenbündnis angeschlossen, doch der Anblick von Sinos Schwert behagt ihn nicht. Er betrachtet ihn auf den Gedanken, dass ein Schwert vielleicht besser zu seinen Helden passt. Shannon von der Spürnase. Eine Frau mit scharfem Sinn, dass sie nicht nur in Gefahr spürt, so, sondern auch das wahre Wesen und die Gedanken eines Gegners erfassen kann. Sie nennt diese sechs Sinne ihre Spürnase. Ihre Instinkte beherrschen ihr das Kommando über den Vorhut der Helden sei ein. Doch in sie kann sie nun nicht aufsehen. Sorry, wenn ich ein paar Lesefehler drin habe. Ich heiche. Nee. Was brauche ich da überhaupt zusammen? Eins weiter. Halt. Kann ich. Ja. Und wenn ich dann nämlich den schwingenden Himmel benutze. Ach, fliegt er genau dahin, wo ich hin wollte. Sehr schön. Geht doch. Warum denn nicht gleich so? So, was war hier eigentlich noch? Feind in Voreinstellung. Besiege alle Feinde. Bodensauger, ja. Hi. Na, wie geht's euch? Alles klar bei euch? Alles fit im Schritt? Na, hey, ihr zwei. Oh, Hammer. Ja, komm. Oh, gegrillt. Alter. Oh, es macht mir so viel Spaß. Ich hab eine gute Nase. Du bist doch tot. Es dauert nicht mehr lange. Ja, ich bin noch tot. Out. So, meine Leute, aber ich muss jetzt schon die Folge beenden. Ich bin schon ein bisschen über Zeit. Eben dementsprechend sage ich wie immer, zock gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Gematico ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da.
Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit einem Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao, bis zum nächsten Mal.